Engel. Hiobs Botschaft. Brandland. Jubiläumsausgabe. Dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 2. Als sie von fern aufblickten, erkannten sie ihn nicht. Sie schrien auf und weinten. Jeder zerriss sein Gewand. Sie streuten Asche über ihr Haupt gegen den Himmel. Hiob, Kapitel 2, Vers 11. Die gescheckten Kühe warteten schon ungeduldig am Gatter, als Irene die Rodung im Wald erreichte. Es war ein hartes Stück Arbeit gewesen, die Weide anzulegen. Heute war sie froh, dass Jean darauf beharrt hatte. Bis tief in die Nacht hatte er mit ihr im Wald gearbeitet und war dennoch vor Sonnenaufgang wieder mit dem Boot hinausgefahren. Er hatte immer vorausgedacht und gewollt, dass es ihnen besser ging als den anderen. Auf das Meer ist kein Verlass, hatte er immer gesagt. Deshalb brauchen wir auch Vieh, erst recht, wenn wir Kinder haben wollen. Und dann hatte er sie mit diesem Blick angesehen, weswegen sie ihn geheiratet hatte. Und er sollte Recht behalten, aber anders und schlimmer, als Irene je in den Sinn gekommen war. Vor fast 2 Jahren, ihr gemeinsamer Sohn Dominic war gerade 4 geworden, war er aufs Meer hinausgefahren und nicht zurückgekehrt. Es war kein stürmischer Morgen gewesen, und Jean war ein guter Seemann, und dennoch war er auf See geblieben. Irene hatte sich im Nachhinein oft gefragt, ob er vielleicht geahnt hatte, dass das Meer ihn eines Tages holen würde und deshalb auf die Viehzucht bestanden hatte. Heute jedenfalls war Irene froh, ihr Dutzend Kühe zu haben. Keiner sonst in den Fischerdörfern an der Küste hatte Kühe und machte Butter und Käse, die sie zu einem guten Preis verkaufen konnte. Daneben hielten sie noch Hühner und Ziegen, und es ging ihnen nicht schlecht. Die Leute im Dorf hatten sie akzeptiert und Dominic wuchs in der Obhut seiner Großmutter Marie auf, die sich nebenbei um den Haushalt kümmerte. Mit ein paar lauten Rufen scheuchte sie die Kühe vom Gatter weg und betrat die saftige Weide. Nachdem sie die Kannen abgesetzt hatte, schoben sich die Kühe dicht an sie heran und sie strich ihnen über die langen, breiten Nasen und sprach sie flüsternd mit Namen an. Es regnete zwar kaum noch, aber der böige Wind fegte durch die Rodung und zerrte an ihrem Mantel. Irene beschloss, die Kühe im Stall zu melken. Drin war es warm und roch nach Mist. Sie stellte die Kannen in eine Ecke und holte Eimer und Melkschemel aus dem Spind. Draußen drängten sich die Kühe vor der Stalltür, aber sie holte sie nacheinander herein und schickte sie nach dem Melk wieder hinaus. Langsam wurde es draußen dunkel und Irene beeilte sich mit dem Misten, nachdem sie die letzte gemolken hatte. Sie war fast fertig, als sie durch ein lautes Scharren und Trampeln vor der Stalltür unterbrochen wurde. Besorgt blickte sie aus dem Fenster. Statt wieder auf die Weide hinauszulaufen, drängten die Kühe sich an die Stallwand und warfen aufgeregt die Köpfe in die Luft. Am dicht bewölkten Abendhimmel konnte sie manchmal einen hellen Widerschein aufblitzen sehen. Donner hörte sie nicht. Seltsam, dass die Tiere sich so aufregten, wenn das Gewitter noch so weit entfernt war. Achselzuckend öffnete sie die Tür und ließ die aufgebrachten Kühe in die Sicherheit des Stalles. Mit einem kurzen Blick überprüfte Irene den Wasserstand im Trog. Es hatte genug geregnet und sie musste kein Wasser vom Bach holen. Also schulterte sie das Joch mit dem gut gefüllten Milchkannen und machte sich durch den Wald auf den Heimweg. Jetzt verfluchte sie sich, dass sie so lange abgewartet hatte, bis sie zu den Tieren hinaufgegangen war. In dem dichten Wald war es beinahe stunkdunkel. Irene ging langsam und achtete genau auf jeden ihrer Schritte. Der Weg war schlecht zu erkennen, uneben und glitschig. Sie atmete auf, als sie den Bach erreichte. Von hier aus war es nicht mehr allzu weit bis zum Waldrand. Als sie die Brücke über den Bach betrat, blieb ihr Blick an einer großen weißen Feder hängen, die langsam in der Strömung trieb. Verwundert blieb sie stehen und beobachtete, wie die Feder unter der Brücke hindurch trieb und auf der anderen Seite langsam wieder im Dunkeln verschwand. Doch es war nicht nur eine Feder.
Immer mehr weiße Federn tanzten auf der Wasseroberfläche. Vorsichtig stellte sie die Milchkannen auf der Brücke ab und fischte eine der prächtigen Federn aus dem Wasser. Die Feuchtigkeit perlte von ihr ab. Jetzt sah sie, dass die Spitze der Feder versenkt war. Der Engel! Schoss es ihr durch den Kopf. Er musste vom Blitz getroffen worden sein. Sofort stürzte sie los und rannte bachaufwärts. Und tatsächlich, hinter der nächsten Biegung des kleinen Baches, entdeckte sie den Engel. Er lag rücklings im Wasser und seine verkohlten Flügeln waren grotesk verdreht unter ihm ausgebreitet. Wie angewurzelt blieb Irene stehen und starrte ins Dunkel der Nacht. Außer dem Engel, der trotz der schwarzen Flecken auf seinem Körper strahlend weiß vor ihr lag, konnte sie kaum etwas erkennen. Der Körper des Engels war übel zugerichtet. Seine nackte Brust war zum größten Teil von einer dunklen Kruste überzogen. Auch die linke Hand war verbrannt. Der Arm sah gebrochen aus, und über dem Hals und die linke Wange zog sich eine lange, schmale Verbrennung. Am schlimmsten aber sahen seine Flügel aus. Das Feuer hatte riesige, schwarze Löcher ins weiße Gefieder gebrannt, aus denen die zierlichen Knochen wie Zweige eines verbrannten Baumes hervorstanden. Der bittere Gestank von verbranntem Fleisch und Federn stieg Irene in die Nase, und der Reiz, sich zu erbrechen, kroch ihr die Kehle hoch. Halt suchend taumelte sie gegen den nächsten Baum und schüttelte wütend den Kopf. Mit zusammengepressten Lippen kämpfte sie den Brechreiz und den Wunsch, einfach davonzulaufen, nieder und stolperte durch den Bach auf den Engel zu. Vielleicht war er ja gar nicht tot, schoss es ihr durch den Kopf. Und tatsächlich, als sie nach einem unendlich langen Moment des Zögerns wagte, seine unversehrte Schulter zu berühren, konnte sie deutlich Wärme unter seiner glatten Haut spüren. Der Engel hatte den Körperbau eines schlanken, sehr muskulösen Jungen von vielleicht 16 oder 17 Jahren. Aber Irene stellte sich vor, er müsste schwerer sein als 10 Männer. Sie war überrascht, wie leicht er sich anfühlte, als sie ihn unendlich vorsichtig aufsetzte, um ihn besser anfassen und aus dem Wasser ziehen zu können. Ihre größte Angst war, der Engel könnte plötzlich die Augen aufschlagen und sie ansehen. Sie war sich sicher, dass ihr Herz einfach stehen bleiben würde, wenn sein Blick sie traf. Der Rücken des Engels war schwer verbrannt, aber unter dem Schlamm des Bachbettes konnte Irene auch 3 tiefe Furchen spüren, die sich auf der ganzen Länge durch das Fleisch zogen. Der Engel war nicht vom Blitz getroffen worden. Er war im Kampf verwundet worden. Eiskaltes Entsetzen ergriff sie. Ihr war klar, was den Engel diese Verletzung zugefügt haben musste. Das musste die Traumsaat sein. Und wenn sie den Engel besiegt hatte, konnte sie nur beten, dass sie mittlerweile davongeflogen war. Entschlossen schob sie die Furcht und Respekt beiseite, schlang ihre Arme um die Brust des Engels und zog ihn rückwärts durch das Bachbett zur Brücke. Sie wusste nicht, wie oft sie im Bach und auf dem Weg ins Dorf gestolpert und wie oft sie halb unter dem reglosen Körper des Engels begraben, schluchzend zusammengebrochen war. Aber irgendwann erreichte sie endlich Valenkas. Mittlerweile war das Licht des Tages vollständig dem Dunkel der Nacht gewichen und niemand beobachtete, wie sie den Engel mit letzter Kraft in ihr Haus schleifte, ehe sie vollkommen durchnässt und mit Schmerzen im Rücken zu Füßen ihrer Mutter zusammenbrach. Sie musste sofort vor Erschöpfung eingeschlafen sein. Marie hatte sie erst einmal schlafen lassen und ein Krankenlager für den Engel vorbereitet. Jetzt rüttelte sie sanft an Irenes Schulter und reichte ihr eine Schale heißer Brühe. »Ich kann ihn nicht allein bewegen, aber isst erst einmal, und dann legen wir ihn zusammen aufs Stroh. Ich habe Wasser heiß gemacht und Tücher abgekocht, damit wir seine Wunden versorgen können.« Irene sah ihrer Mutter dankbar nach, die wieder zum Herd hinüberging. »So
so rechthaberisch und spröde sie sonst auch sein mochte, sie hatte einen unbeirrbaren Sinn für das Praktische und Notwendige. Und Irene wusste, dass sie sich immer auf sie verlassen konnte. »Was ist mit Dominik?« erkundigte sie sich, während sie vorsichtig die Brühe schlürfte. »Er schläft. Er ist eingeschlafen, ehe er gemerkt hat, dass du dich verspätet hast.« Beruhigt setzte Irene die Schale ab und wandte sich dem Engel zu. Zum ersten Mal konnte sie im Schein der Öllampen sein Gesicht richtig betrachten. Trotz der hässlichen Verbrennung war er ein sehr schöner Junge. »Junge?« Sie war sich sicher, dass es nicht das richtige Wort war, aber so, wie er jetzt vor ihr lag, besinnungslos und mit geschlossenen Augen, wirkte er fast wie ein krankes Kind. Sein Gesicht war ganz entspannt und feine dunkle Linien verliefen von der Stirn über die Schläfen bis zu den Wangen. Entlang der Linien konnte sie Symbole erkennen, wie sie auch der Priester, der ihr Dorf regelmäßig besuchte, auf seinem Gewand trug. Der Engel hatte eine sehr helle Haut, fast so weiß wie seine Federn, und sein Haar schien unter dem Dreck und Blut hellblond zu sein. »Jetzt starr ihn nicht so an, sondern hilf mir, ihn auf das Stroh zu legen«, zischte ihre Mutter sie an und kam vom Herd herüber. Gemeinsam hoben sie den Engel vorsichtig auf das Strohlager, über das ihre Mutter saubere Laken gebreitet hat. Irene stützte den Rücken des Engels, während ihre Mutter vorsichtig seine zerfetzten Flügel ausbreitete. Marie runzelte die Stirn und betrachtete den Engel, dessen Flügel von einer Außenwand des Hauses zur anderen reichten, obwohl sie längst nicht ganz gespreizt waren. »Gut, dass wir so eine große Stube haben.« Sie holte einen Blechkessel mit Wasser und die Tücher vom Herd und begann, seine Wunden zu säubern. »Hoffentlich hat der Herr ihn nicht vergessen. Er kann seinen Beistand jetzt gut gebrauchen. Wir können nur beten, dass dein Gast uns nicht unter den Fingern wegstirbt.« Und genau das tat sie jetzt auch. Während Irene ihr schweigend half, den schwer verletzten Engel zu versorgen, murmelte Marie unablässig Gebete. Als Irene endlich ins Bett fiel, nachdem sie noch einmal nach Dominik gesehen hatte, wirbelten die Ereignisse des Tages in ihrem Kopf durcheinander. Ein echter und wahrhaftiger Engel war vom Himmel gestürzt und sie hatte ihn gefunden und in ihr Haus getragen. Die ganze Sache war so absurd, so unglaublich, dass sie jetzt einfach nicht einschlafen durfte. Sonst würde sie morgen aufwachen und feststellen, dass alles nur ein Traum gewesen war. Als der Morgen kam, hatte es aufgehört zu regnen. Und die Strahlen einer schwachen, glutroten Sonne brachen hier und da durch die Wolkendecke. Im Wald stieg Bodennebel auf und verflüchtigte sich langsam zwischen den Stämmen. Einzelne Sonnenstrahlen fanden sogar den Weg durch das lichte Geäst. Ihr warmer Schein durchschnitt die geisterhaften Nebelschleier. Als das erste Morgenlicht auf den geborstenen Kadaver des Feuerkäfers traf, der abseits des Baches zwischen den Bäumen lag, ein Flügel abgetrennt, der andere in Fetzen um seinen hässlichen Kopf gewickelt, begann sein toter Körper sich zu bewegen. Zuerst war es ein unmerkliches Vibrieren. Dann bebte und zuckte der schwarze Käferleib immer heftiger, bis plötzlich sein Rückenschild aufbrach und eine Wolke winziger kleiner Fliegen daraus hervorquoll. In Sekundenschnelle war der Dämon vollkommen von den hektisch summenden Fliegen eingehüllt. Es sollte nicht lange dauern, bis sie aufflogen und nur eine leere Hülle zurückließen. Eben noch eine dichte Wolke, schwärmten die schwarzen Fliegen jetzt zwischen den Bäumen aus, vorbei an der Stelle, wo der Engel gefallen war, vorbei an dem anderen Feuerkäfer, der ausgebrannt in den Ästen hing, vorbei an den beiden Milchkannen, die verlassen auf der kleinen Brücke über dem Bach standen. So schwirrten sie hinaus in die Morgenluft. Als Irene am Morgen hinauf in den Wald ging, um die Milchkannen zu holen, kam es ihr fast so vor, als hätte der gestrige Abend wirklich nicht stattgefunden. Aber in ihrer Stube lag ein verwundeter Engel mit weit ausgebreiteten, zerfetzten Flügeln. Er hatte die Nacht erstaunlich gut überstanden, war Irene sich gestern kaum sicher gewesen, wie viel Leben noch in dem blassen Körper steckte, so hatte sie heute früh beruhigt festgestellt, dass der Engel in einen tiefen, ruhigen Schlaf gefallen war. Bei Tageslicht
sah der Platz, an dem sie den Engel gefunden hatte, aus, als sei hier ein riesiger Vogel von einem noch größeren Räuber geschlagen und gerupft worden. Überall im Unterholz und auch oben in den Zweigen hingen weiße Federn und unter einem besonders hohen Baum waren das Gebüsch niedergedrückt und der Boden aufgewühlt. Hier musste der Engel abgestürzt sein. Wie er es in seinem Zustand noch in den Bach geschafft hatte, war ihr ein Rätsel. Aber eine breite Schleifspur bewies, dass es ihm irgendwie gelungen war. Womöglich hatte er noch gebrannt. Das ist Gottes Werk, dachte Irene, als sie vorsichtig zu dem Baum hinüberging. Mutter braucht sich keine Sorgen zu machen. Der Herr hält schützend seine Hand über seine treuesten Diener. Sie blickte den ruhig dahin fließenden Bach entlang. Die beiden Milchkannen standen sicher auf der kleinen Brücke und schienen die Nacht gut überstanden zu haben. Es bestand kein Grund zur Eile, sie konnte sie auch gleich noch holen. Sie ließ ihren Blick weiter durch das Gehölz um die Absturzstelle schweifen. Wenn man genau hinsah, konnte man oben in den Zweigen die Schneise erkennen, durch die der Engel in den Wald herabgestürzt war. Eilig drängte sich Irene durch die Büsche. Auch wenn sie langsam wieder die Angst vor dem Angreifer beschlich, war sie doch zu neugierig, um nicht weiterzugehen. Außerdem wollte sie als Erste den Wald absuchen, bevor das halbe Dorf sich hier oben versammelte. Und tatsächlich fiel ihr nach ein paar Metern etwas Glänzendes im Unterholz ins Auge. Ein langer Stab ragte zwischen den Büschen hervor. Eine lange, schlanke Klinge war tief in die Erde eingedrungen. Ein matter Glanz lag auf dem Schaft, der mit einer Art Leder oder Gummi überzogen zu sein schien. Es musste die Waffe des Engels sein. Ehrfurchtsvoll griff Irene nach dem Schaft, um sie aus dem Boden zu ziehen. Doch als sie ihn berührte, durchzuckte ein jäher Schlag ihren Körper. Erschrocken zog sie die Hand zurück. Wie töricht von ihr, die Waffe eines Engels berühren zu wollen. Sie hatte gerade entschieden, die Milchkannen zu holen und wieder ins Dorf zurückzukehren, als sie den Dämon entdeckte. Er schwebte nicht weit vor ihr, reglos zwischen den Ästen und reckte ihr seine bedrohlichen Kiefer entgegen. Hundertfach brach sich die Morgensonne in den grün schillernden Augen des Untiers. Jeden Augenblick würde es abrupt auf sie zuschnellen, würden die Kiefer sie umschließen, ihrem Leben ein Ende setzen. Dann sah sie, dass die Kreatur leblos in den Bäumen hing, die Beine schlaff und die großen Facettenaugen gebrochen. Sie erinnerte Irene an eine riesige, schwarze Küchenschabe. Als sie wieder auf der Brücke nach den Milchkannen sah, musste sie zuerst eine Wolke kleiner schwarzer Fliegen verscheuchen. Woher die Schmarotzer auch gekommen waren, sie hatten die süße Milch in den Kannen gerochen und schwirrten nun aufgeregt um sie herum. Irene beeilte sich, ins Dorf zurückzukommen.